这是一个清福音。再发清福音是舌尖轻抵下门齿，下唇紧贴上门齿，形成缝隙。送气使气流从唇齿缝隙中挤出，摩擦成音，不震动声带。大飞了润烤粉黑粉咖啡阿佛托斯诺波特门奥芬巴特蒂尔索卡芬托克莫蒂波托菲洛索蒂巴子波托克拉夫。这是一个浊辅音，发浊辅音使发音部位同，但是送气要轻，要震动声带，是清辅音的浊化音。But where neither band belt unbought zwei willkommen base visum villa motive naive Xiamen让我们来做一个练习，请大家比较下列单词的发音。Vilna, Vila, Baza, Baza, Belt, Belt, E, V, Bata, Bata, Motiv, Motiva。好，我们来学习几句日常用语。Vielen Dank für Ihre Einladung. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Zum Wohl. Prost.这是一个清辅音，再发清辅音时，唇微开，嘴角尽力往喉里，上下门齿几乎闭上，舌尖轻抵下门齿，送气通过舌面前部和上齿龈之间的缝隙和齿缝摩擦成音，不震动声带。Ist kurz, hilf, Hals, Gast, Mist, Es, Was, Bis, Slave, Sklave, Skizze, Bass, Tasse, Hassen.Butter, Essen, Besser, Wuss, Wissen, Kuss, Fuß, Heiß, Heißen, Mass, Soße, Groß, Weißen, Weißwein.这
是一个浊辅音，在发浊辅音 z 时，发音部位同 s， 但是送气要弱，要震动声带，是清辅音 s 的浊化音。zal zagen zane ze zi zo zon zana zoda zint zuna zupa bezen naza gaza doza hoza teza。 这是一个复合辅音，在发复合辅音时，先发闭塞音，送气要轻，几乎同时发强烈送气的摩擦音，形成一个音。错 zusammen zehn zucker herz platz katze netz putzen sitzen nichts rest Nacht, Abend, Landmann, Lektion, Aktion, Nation, Station。 下面我们来做一个练习，请大家比较下列单词的发音。 Besser, Besen, Listen,Wiesen, Hasen, Hasen, Kurs, Kurse, Reis, Reise, Heiß, Leise, Wohn, Zehn, Saal, Zahl, Seit, Zeit, Wo, Tor, Wend, Trank.Wer, Kehren, Kurs, Kurs, Kasse, Kasse, Füße, Futter, Heiß, Salz, Wissen, Weißen, Nass, Netz. 好了，我们来学习几句日常用语。Das schmeckt sehr gut. Lecker. Es war sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Sch. 这是一个清辅音，在发清辅音 sch 时，双唇用力前伸，并稍搓拢。舌面前缘向上齿龈抬起，但不贴住，送气经舌面形成的纵槽，通过舌尖和齿龈间的缝隙发有力的摩擦音，不震动声带。沙的输了 Schwer Tisch Tischschlagen, Tasche, schön, schon, Tasch, Stuhl, Straße, Student, stellen, stehen, bestellen, verstehen, aufstehen, Sport, spät, Spaß, Spiegel,Sprache, Besprechen, Besprechen,
gesprungen. Chance. Charlotte. Charmant. Chef. Sophie. Z. 这是一个浊辅音，在发浊辅音 z 时，发音部位同 sh， 但是送气和爆破较弱，要振动声带，使清辅音 sh 的浊化音。这个音主要出现在外来词中 z z， 他人。Garage, Yemi, Regi, Zero Conto, Orange, Journalist. 下面我们来做一个练习，请大家比较下列单词的发音。Vase, Vashen, Tase, Tasha.Listen, listen. Fester, verstehen. Aspect, spät. Gestern, stern. 好，我们来学习几句日常用语。Schönen Tag noch. Schönes Wochenende. Alles Gute.Viel Spaß. Viel Erfolg. Gute Besserung. 这是一个清辅音，在发清辅音时，唇齿微开，嘴角稍往后咧，舌尖抵下门齿。舌面向硬腭抬起，送气通过舌面与硬腭间的缝隙摩擦成音，不振动声带。China, ich, euch, ist, leicht, nicht.Besser, Bücher, Küchen, Wäscher, Bäsche, Mädchen, Wäsche, Kirche, Fertig, Richtig, Wenig, Fleißig, Wichtig, Mutig.Ewig, heilig. Ye， 这是一个浊辅音，在发浊辅音 ye 时，发音部位同，但送气要轻，要振动声带，使清辅音的浊化音 ye。Ja, Japan, jetzt, Joghurt, Josef, Johann, Jacke, Jade, Jäger, Ja, Juni, Jeder.这是一个清辅音，在发清辅音时，嘴自然张开，舌尖抵下门齿，舌背向硬腭后部抬起，但不贴上，用力送气，气流通过舌背和硬腭间的缝隙摩擦发音，不振动声带。
Macht. Sprache. Doch. Tochter. Noch. Hoch. Buch. Suchen. Auch. Bauch. Rauchen. Jamian, ja, mal so ein Gelenchi. Ching da ja, die ja, schalle dann zu der Fein. Hand, doch. Holen, hoch. Bahnhof, buchen. Wohin, rauchen. Freiheit, Hochzeit. Haben, Sprachen. Richtig, Richtiger. Wichtig, Wichtiger. Heilig, Heiliger. Fleißig, Fleißiger. Ewig, Ewigen. Mutig, Mutiger. Buch, Bücher. Nacht, Meister. Dach, Dächer. Tochter, Töchter. Bauch, Bäuche. Strauch, Sträucher. Wie bitte? Bitte helfen Sie mir. Hilfe. Polizei. Mein Pass ist verloren. Chen Yin. 德语中的衬音可以有两种发音形式，即舌尖衬音，也就是所谓的大舌音，和小舌衬音。我们分别来介绍两种发音的方法。舌尖衬音，发音时嘴微张开，下颚略微下垂，舌尖轻抵上齿龈，送气通过舌尖和齿龈之间空隙，使舌尖震动发音，同时震动声带。小舌颤音。发音时，舌尖靠下门齿，舌后骨上抬，小舌自然下垂，送气冲过小舌和舌背时，使小舌震动发音，同时声带震动。现在在德国，已发小舌颤音者居多。大家在练习小舌颤音的发音时，可以先喝一口水，然后扬起脖子发这个音。请大家看我的示范。Rat, boat, radio, open, reden.Mark, dot, heart, bomb, hair, eartum, button, u, 这是一个浊鼻，在发浊鼻 l 时，嘴微张开，
舌尖紧抵上齿龈，不要贴在硬腭上，不要卷舌，震动声带，使气流通过舌叶两侧和臼齿间的空隙。一，Leben, Laden, Loben, Lampe, Bald, Bild, Belt, Tafel, Baum, Film, Ball, Hell, Mill, Dollar, Halle,发了。下面我们来做一个练习，请大家比较下列单词的发音。Laden, Laden, Leise, Leise, Legen, Legen, Halt, Halt, Hell, Hair.Elba, Elba. 好，我们来学习几句日常用语。Darf ich fragen? Eine Fahrkarte nach Hamburg, bitte. Eine Rückfahrkarte nach Berlin, bitte.Muss ich umsteigen? Wann ist der Zug in Berlin?是一个鼻音，发这个音时，双唇紧闭，形成阻塞，舌自然平放，软腭下垂。送气通过鼻腔震动声带发音。妈妈，妈咪，man, mood, mother, mind, mindMorgen, Montag, Lampe, Oma, Ben, Lam, Bam, Dam, Lam, Immer, Himmel, Zimmer, Kommen.Komma, Doom. 浊辅音也是一个鼻音，在发这个音时，嘴微张开，舌尖及舌面前缘紧贴上齿及上齿龈，形成阻塞，软腭下垂，送气通过鼻腔震动声带发音。Name, Nase, Nie, Nun, Nur, Wohnung, Knacken, Genug, Bahn, Land.Den, Wenden, Dann, Wann, Kann, Kanne, Begann, Kennen, Nennen, Denn, Innen, Tonne, Sonne.
下面我们来做一个练习，请大家比较下列单词的发音。Dam, dam, kam, kam, im, im, noodle, noodle, common, content, im, im, morgen, morgen, nach, nach, mein, mein, lam,烂。好，我们来学习几句日常用语。Ist der Platz frei? Nein, schon besetzt. Ja, bitte.浊辅音是一个鼻音，在发这个音时，嘴微张开，舌面上抬，贴住硬腭形成阻塞，软腭下垂，送气通过鼻腔，同时震动声带发音。long, aunt, uncle.Anfang, in, engel, in, innen, Pingfang, Hongkong, Jünger, Hunger, Zeitung, Meinung.Ink， 这是一个复合辅音，在发复合辅音 ink 时，先发然后立即发 k。Ink， bank， bank， tank， Duncan， Lincoln。Duncan, anchor, links, bunker, bunker, shrunk, geschenk, bunker. 下面我们来做一个练习，请大家比较下列单词的发音。Bahn, Bahn, Meinen, Meinung, Sie, Siehren, Tannen, Tanken, Klinge, Klinke, Singen, Winken, Schlange, Schlank, Hunger, Dunkel,好，我们来学习几句日常用语。Haben Sie den Marken? Bitte fünf Briefmarken zu 1 Euro. Bitte als Luftpost.这是一个清辅音，在发清辅音时，嘴自然微张开，舌尖靠下门齿，呵气，但不震动声带，只听到轻微的呵气声。发音时不要太用力，以免发生摩擦音，而是让气流自然的、轻缓的呵出。House, order, heart, haben, heißen, gut, helfen.
passen. Hoch. Hier. Haus. Hauch. Heben. Hören. Hübsch. Heben. Hölle. Höre.这是一个复合辅音，在发复合辅音 ch 时，先发 t， 送气要轻，然后立即强烈送气发 sh， Deutsch， Deutschland， Klatten， Tschüss， Ciao。Czechia, Czechlin, Czechen, Chilena, Charter, Couch. 下面我们来做一个练习，请大家比较下列单词的发音。潮 Schlau, Tschüss, Schutz.Kauten, Kauschen, Klatschen, Gulasch. 好，我们来学习几句日常用语。Kann ich ein Konto bei Ihnen eröffnen? Ich möchte etwas Geld abheben.Ich möchte 1000 Euro einzahlen. Ich möchte 100 Dollar in Euro umwechseln. Das ist ein 复合辅音，在发复合辅音时，先发送气要轻，紧接着发送气要强烈。Apple, Kopf, Leben, Bert, Kampf, Benny, Kupfer.这是一个复合辅音，在发复合辅音 k 时，先发 k， 然后立即发 taxi text fax max praxis export linkscates Achse Sachsen Wachsen Sechs Fuchs Kn 这是一个复合辅音，在发复合辅音 Kn 时，先发 K， 然后立即发 V。Quadrat, Qualität, Quatsch, Quelle, Quer, Quittung, Quim. 下面我们来做一个练习，请大家比较下列单词的发音。Fahne, Fahne.Bert, Bert. Apfel, Apfel. Bund, Bund. Fliegen, Fliegen. Vater, Bad. Wachsen, Wachen. Wächst, Wächtig.
Max, lachst, quer, kehr, Quelle, Keller, Quatsch, Klatsch, Quote, Worte. Ah. 我们来学习几句日常用语。 Hier tut es weh. Ich habe Fieber. Ich habe mich erkältet. Wo ist bitte die nächste Apotheke? Nation, Lektion, Aktion, Station, Auktion, Portion, Kaution, Revolution. 信, Kommission, Diskussion.Emission, Expression, Konzession, Passion. Vision, Version, Vision, Vision, Explosion, Revision.Invasion. 下面我们来做一个练习，请大家比较下列单词的发音。Passion, Portion, Conception, Conception, Emotion, Illusion, Profession, Provision.Diskussion, Diffusion, Impression, Invasion. 好，我们来学习几句日常用语。Kann ich Herr Müller sprechen? Ich bin es.Ich kann Sie nicht verstehen. Sprechen Sie Englisch? I. 在多音节中，单词重音通常在第一个音节上。例如 ，heißen, lernen, wohnen.Tafel, Zeitung, Lehrer, Arbeiter, Leipzig, Meier. 二，带可分前缀 up, an, aus, auf, by, ein.Nach, for, to, meet 的可分动词及其派生词，以及带重读前缀 on 的单词，其重音在前缀上。例如 ，abfahren, vorstellen, beiwohnen, ausfüllen.Eingang, nachgeben, zumachen, Abfahrt, Aufgabe, Vorstellung, mitfahren, unglaublich, unzufrieden,
unfähig. 三，在不可分前缀的的 air fear tear amp ant miss 的单词，单词的中音在第二个音节上，也就是在词干的第一个音节上。例如 Beruf Besuchen Gebäude Geschwister Erklären Verzeihung Verstehen Entschuldigung Zerstören Empfehlen Misstrauen Misslingen 四，外来词的中音通常在倒数第一个音节上，几种常见的词尾有 tet ent I zion 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 例如 student papier labor universität regal lektion bibliothek sekretär protest modell contact ökonomie institut nervös komité apparat notar oman germanist 五，也有一部分外来词的中音在倒数第二个音节上，常见的词尾有 ihren ismus 等，例如Germanistik Studentin Kollege Familie Marmelade Tabelle Automatisieren Studieren Korrigieren Maschine Organismus Marxismus Analyse Geologe 六，复合词的中音一般在第一个单词的中音上，例如 Hausfrau Kugelschreiber Familienfoto Klassenzimmer Schultasche Lehrbuch Großmutter Universitätsbibliothek 但是也有例外情况，如 Jahrhundert Jahrtausend Karfreitag七，缩写词的中音一般在最后一个字母上，如 BFD USR BMW VW PKV CDU在一个词组中一般只能有一个单词重读，其他的词不重读。
一冠词误读代词一般不重读，例如 Ein Buch Eine Kaffeekanne Eine Katze Die Antwort Der Kugelschreiber Der Verkäufer Unsere DeutschabteilungMein Lehrer, seine Englischlehrerin. 二，介词一般不重读，如 ins Kino, am Nachmittag, zum Unterricht, nach Bonn, aus der Schweiz.Bei meinen Eltern, von zu Hause, hinter der Tür. 三，姓钱，有先生、太太、教授等称呼时，应重读后面的姓。例如 ，Herr Kent, Frau Meyer.Herr und Frau Schulz, Professor Schmidt, Dr. Wagner. 四，名和姓同时出现时，要重读后面的姓，例如 Peter Meyer, Helga Schubert, Christine Böhm.Hans Müller, Anna Kant, Karl Marx, Albert Einstein. 在一句话中，说话者并不是对所有的词平均用力，有的词读得相对重一点，这就是句中音。通常情况下，名词、动词。形容词、数词、副词较多重读，而冠词、介词、连词等一般不重读。句中音通常有以下规律：一、句子的主重音通常在句尾，往往突出句中附在新信息或最重要的信息的词上。例如 Die Freundinnen wohnen zusammen. Thomas besucht die Universität Leipzig. 王兰's Freundin ist Christina Böhm. Er kommt morgen Nachmittag an.Wir schenken der Lehrerin eine Vase. 二，在列举一组事物时，最后一个要重读。例如 ，Sie kauft Butter, Eier, Brot, Milch und Wurst. Die Studenten lernen hier Englisch.Japanisch, Russisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch. Sprechstunden sind nur montags, mittwochs, freitags. 三，句子中表示对立的两个词都要重读，但是被肯定的词要读得重一些，例如Ich fahre morgen nicht nach Shanghai, sondern nach Peking.
四，胃里的补阻成分通常要中毒，例如 Das Mädchen ist gestern nach Hause gefahren。Wir haben das Zimmer in Ordnung gebracht. 五，在主从复合句中，句子重音一般在后面的句子上，例如 Du kannst kommen, wenn du Lust hast. 大 es heute stark regnet, will er erst morgen kommen.六，如果说话者特别强调某种对立的内容，则几乎每个词都可以成为句子中的主重音，如 Meine Freundin fliegt morgen nach Frankfurt. Meine Freundin fliegt morgen nach Frankfurt. Meine Freundin fliegt morgen nach Frankfurt.Meine Freundin fliegt morgen nach Frankfurt. Meine Freundin fliegt morgen nach Frankfurt. 七，如果说话者带有某种感情色彩，句中音可移至正常情况下不重读的单词上，例如 Du musst um 10 Uhr abends zu Hause sein.Du musst um 10 Uhr abends zu Hause sein. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.德语中句子的语调有三种，即降调、升调和平调。下列情况用降调：一、陈述句句末，例如 Ich lerne Deutsch. Helga studiert in China. 二、特殊疑问句句末，例如 Warum kommst du so spät?Was machen Sie da? 三，选择疑问句句末，例如 Trinkst du Kaffee oder Tee? Willst du gehen oder bleiben? 四，命令句句末，例如 Nehmen Sie bitte Platz.Hört bitte gut zu. 五，感叹句句末，例如 Was für ein schöner Abend. Wie schön. 下列情况用声调。一，判断疑问句，也就是一般疑问句句末。例如 Studieren Sie Germanistik? Kommt mir heute nicht mehr? 二，没有听清楚对方的话，或者是回答完对方的问题后再问，例如 Wer bitte? Wie bitte?Wie viel bitte? Helga Schubert. Und wie heißen Sie? Danke, gut. Und dir? 三，以陈述句形式表达惊讶的问句，例如 Du kommst nicht aus Köln?Du trinkst Tee mit Milch? 下列情况用平调。
一，在列举的时候，除了最后一个用降调外，其他的都要用平调。例如，Ich möchte Bier, Wurst, Marmelade und Brot. Hier lernen die Studenten Englisch, Deutsch, Japanisch oder Spanisch. 二，用在称呼中时，例如 Herr Meier, können Sie mir die Grammatik erklären?Entschuldigung, wie spät ist das? 三，在复合句中，除最后一个句段以外的句段，例如 Sie wohnt in Leipzig und er wohnt in Berlin. Ich habe gehört, dass er sehr gut Deutsch spricht. 以上我们分别介绍了德语的元音因素、辅音因素、德语的重音以及语调等基础知识，希望能够对大家的德语学习有所帮助。但是语音学习是一个循序渐进的过程，希望大家在今后的学习中能够多模仿、多练习。 Viel Erfolg und alles Gute. Dankeschön. Auf Wiedersehen.